Hallo, Thomas Kreimel, GPA-DJB, Sekretär im Grundlagenbereich. Beschäftige mich in letzter Zeit sehr viel mit den Themen Social Media, Web 2.0 und in den letzten zwei Jahren insbesondere mit dem betrieblichen Datenschutz bzw. Technikeinsatz in Unternehmen und den Fragen, welche Überwachungsmöglichkeiten dadurch entstehen. Technik bringt natürlich den gläsernen Mitarbeiter, Mitarbeiterin mit sich. Und ja, wir schauen uns die Entwicklungen im Web 2.0 deswegen auch genau an, weil das natürlich auch Auswirkungen hat auf Arbeitsprozesse im Unternehmen, auf die Möglichkeiten der betriebsrechtlichen Mitbestimmung. Und diese Veranstaltung, Social Media, das geht uns dieser strukturelle Medienwandel eigentlich an, uns in der Gewerkschaft, ist deswegen sehr interessant, weil wir jetzt diese Medien ja auch nutzen, aber natürlich dazu auch Positionen haben bzw. auch ausbauen und entwickeln sollten. Und da gibt es dann jede Menge Praxisbeispiele aus der betriebsrechtlichen Tätigkeit, aus der Beratungstätigkeit. Es fängt an bei der Frage, darf ich Internet am Arbeitsplatz privat nutzen oder nicht, wo natürlich in Betrieben mit Betriebsräten eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden sollte zur Nutzung, damit das sozusagen geklärt ist, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber auch Arbeitgeber sich an klaren Regelungen orientieren können. Und hallo, ich bin Thomas Kreimel. Fangen wir nochmal an.